25. August 2020. Bruno, Wolfgang Hansch, ist in Gedanken mit dem anstehenden Verkauf der alten Ziegelei und seinem Leben danach beschäftigt. Als Gitte Bruckemeyer auftaucht und sein Leben durcheinander wirbelt. Henning Herbert Ulrich hat Gregor Wolfram Granditzka zwar durchschaut, ist jedoch auf ihn angewiesen und muss erneut Geschäfte mit ihm machen. Claudia Schmutzler und Alex Philipp Oliver Baumgarten genießen ihre gemeinsame Zeit und freuen sich auf das Projekt Stint 2. Anton Jean-Luc Caputo muss sich von seinem Traum, Rapper zu werden, nach und nach verabschieden. Denn die Realität sieht anders aus. Merle, Anja Franke, will Cannabis für medizinische Zwecke anbauen und bemüht sich um eine Lizenz, für die sie Gunthers Hilfe braucht.